Die Remsmoor-Rundschau in 100 Sekunden. Herzlich willkommen, mein Name ist Simeon Kramer und das sind die Themen am Freitag. ENBW plant Windräder im Kreis. Zwischen dem Blüderhäuser-Teil Ort Walkersbach und dem Welzheimer Ortsteil Breitenfürst sollen neue Windkraftanlagen errichtet werden. Die ENBW will in diesem Jahr noch ein Genehmigungsverfahren für 3 Windräder einleiten. Obwohl an anderen Standorten in naher Zukunft keine Anlagen geplant werden, sei es nicht ausgeschlossen, dass in 10 oder 15 Jahren noch weitere Windräder im Kreis dazukommen, so die ENBW. Windradgegner befürchten deshalb eine Umzingelung durch Windkraftanlagen. Neues Hallenbad für Weinstadt. Mitten in der Corona-Pandemie wagt die Stadt Weinstadt einen überraschenden Vorstoß. Am Bildungszentrum soll für 11,5 Millionen Euro ein neues Hallenbad entstehen, mit der Option, die Anlage um ein Freibad zu erweitern. Das Bad soll durch Schiebetüren auch im Sommer genutzt werden können. Das sanierungsbedürftige Stiftsbad in Beutelsbach soll dafür aufgegeben werden. Tempo 30 in Schwalkheim. Auf allen Durchgangsstraßen in Schwalkheim soll Tempo 30 eingeführt werden. Das empfiehlt ein Ingenieurbüro aus Ludwigsburg. Seither hatten Kommunen wie Schwalkheim das Problem, Tempo 30 durch die Behörden genehmigt zu bekommen. Die Untersuchung des Fachbüros liefert nun genügend Anhaltspunkte, die Geschwindigkeit etwa auf der Haupt- oder Schulstraße zu reduzieren. Der Gemeinderat will am 17. November über die Pläne beraten. Die Öffentlichkeit soll in die Entscheidung mit einbezogen werden. Ausführliche Informationen zu den genannten Themen finden Sie auf zvw.de. Vielen Dank fürs Zuhören.